Wasiu Akinwale hat heute die Vormittagsschicht. Seit Sommer 2018 arbeitet er in einem Münchner Bioladen. Dass er heute hier arbeiten kann, war lange Zeit ein weit entfernter Traum, denn er kam erst im Jahr 2016 als Flüchtling aus Nigeria nach Deutschland. I don't want to depend on the government or the social money. Ich möchte nicht vom deutschen Staat oder Sozialleistungen abhängig sein. Ich arbeite seit 8 Monaten hier im Vollkorner-Supermarkt. Ich bin sehr glücklich, dass ich jetzt hier in Deutschland arbeiten kann. Und ich würde sehr gerne weiter hier arbeiten und in Deutschland leben. Das Besondere an Wasiu Akinwales Tätigkeit ist, dass er hier nicht angestellt ist. Er arbeitet für die Zeitarbeitsfirma Social Bee, die Sarah Brun und Maximilian Felsner im Jahr 2016 gegründet haben. Das Ziel, Geflüchtete vor der Langzeitarbeitslosigkeit zu retten. Vor allem für Unternehmen ist es sehr kompliziert, Geflüchtete einzustellen, weil es viele Herausforderungen gibt, eben von der Suche über die ganze Bürokratie bis hin zur Betreuung und Förderung bei der Einstellung. Genau das lösen wir bei Social Bee. Als zwischengeschalteter Arbeitgeber übernehmen wir eigentlich alle Aufgaben für die Unternehmen, machen das Unternehmen so einfach wie möglich, Geflüchtete einzustellen. Social Bee will dabei helfen, dass Geflüchtete langfristig in die Gesellschaft integriert werden. Parallel zu der einjährigen Beschäftigung in einem Partnerunternehmen durchlaufen die Angestellten dafür ein persönliches Integrationsprogramm. Das beinhaltet einerseits Betreuung durch unsere Integrationsmanager, sehr persönlich und individuell, und dann einen persönlichen Entwicklungsfahrplan. Das heißt, er enthält Sprachkurse, die sie bei uns durchlaufen, Qualifikationen, aber auch ganz viel Alltagsbetreuung, also bei Asylfragen, bei Wohnungsfragen etc. Alles, was eben anfällt. Als gemeinnützige Organisation investiert Social Bee alle Betriebseinnahmen in die Förderung und Qualifizierung der Angestellten und macht keinen Gewinn. Ziel ist, dass die Partnerunternehmen die Mitarbeiter nach der einjährigen Beschäftigung über Social Bee in ein festes Arbeitsverhältnis übernehmen. Im Bioladen, der Wasiu Akinwale beschäftigt, klappt das ganz ausgezeichnet. Der Vorteil besteht darin, dass wir praktisch die Mitarbeiter einfach mal ohne Risiko kennenlernen können. Das heißt, wir bekommen die zu uns, die arbeiten bei uns mit. Wir schauen, wie läuft die Einarbeitung, die Integration. Wir hatten in der Vergangenheit 11 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Davon sind 7 bereits in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen. Und die restlichen hoffen wir, dass das auch klappt. Es läuft also gut für Social Bee. Bewerbungsgespräche mit neuen Kandidaten sind Alltag. Im Sommer 2018 wurde ein zweites Büro in Stuttgart eröffnet. Und auch an anderen Stellen wird die Arbeit gewürdigt. So wurde Social Bee im vergangenen Oktober Landessieger beim renommierten KfW Award Gründen. Für uns ist es natürlich total toll, dass solche wichtigen Player uns auszeichnen, weil wir dadurch einfach mehr Kredibilität am Markt bekommen. Mehr Unternehmen denken sich, okay, es scheint zu funktionieren, es ist ein gutes Konzept, es ist ein gutes Unternehmen, andere glauben daran. Wir haben schon viele Kunden, die diesen Schritt schon gemacht haben, aber natürlich suchen wir weitere Kunden, die es mit uns zusammen machen wollen und Integration in Deutschland vorantreiben wollen. 5.000 Menschen will Social Bee in 5 Jahren in Arbeit gebracht haben. Heute sind es knapp 100. Ehrgeizige Ziele also. Die hat auch Wasiu Akinwale. Er will bald seine Familie nach Deutschland holen. My dream in my future. Mein Traum ist, dass meine Familie bald nach Deutschland kommt. Und dann soll meine Tochter mit Hilfe von Social Bee zur Schule gehen. Vom Kindergarten bis zur Universität mit Social Bee. Das ist mein Traum. From Kindergarten to University from Social Bee. That's my dream. Wenn es nach Wasiu Akinwale geht, sollten die sozialen Unternehmer aus München also schon mal darüber nachdenken, auf welchen Feldern sie in Zukunft noch tätig werden können.